Kritisches Denken ist ein Sammelbegriff für erwünschte Qualitäten des Denkens, die sich in der Bildung, aber auch außerhalb herausgebildet hat. Es ist ein selbstständiges Denken im Vergleich zu konventionellem Denken. Es ist ein reflektiertes Denken, was die denkende Person mit einbezieht. Also die Person bedenkt sich selbst. Es ist ein skeptisches Denken, das nicht alles schluckt, sondern auch gegenüber etablierten Wissen sich kritisch zeigt. Es ist nicht ein Denken, was darauf ausgerichtet ist, Gott und die Welt zu kritisieren, sondern es ist eher ein Denken, was sich selbst steuert, was sich selbst optimiert. Diese Art des Denkens ist seit den 50er Jahren entstanden und hat sich langsam Stück für Stück durchgesetzt. Heute wissen wir, dass es einen sehr breiten Komplex darstellt von Denkkompetenzen und dass wir eigentlich so etwas wie eine angewandte Denkwissenschaft brauchen, die die vielen Eigenschaften und auch die Arten, wie man dieses Denken lernt, abbilden kann. Es gibt einen Bereich, der gemeinsam ist, der allen kritischen Denken gemeinsam ist. Das ist der, mit dem man sich meistens beschäftigt. Daneben hat jede einzelne Disziplin auch ihre eigene Art, kritisch auf die Welt zu schauen und ihr eigenes Wissen gegen Irrtümer abzusichern. Also jede Disziplin ist auf ihre eigene Art und Weise skeptisch und das müssen die Mitglieder der Fächer lernen. Wissenschaftliches Schreiben ist erstmal ein Weg, um kritisch denken zu lernen. Vermutlich ist es sogar der Königsweg. Und zwar deshalb, weil uns das Schreiben erlaubt, über längere Zeit fokussiert an einem Thema zu denken. Wenn man durch den Park geht, kann man auch nachdenken. Tun auch viele. Aber man kann nicht wie beim Schreiben die Ergebnisse des Denkens zwischenspeichern. Und wenn man also jetzt einmal durch den Park ist, hat man vergessen, was man am Anfang gedacht hat. Aber unser Kurzzeitspeicher im Gedächtnis ist sehr limitiert. Wenn wir beim Schreiben denken, können wir die Zwischenergebnisse niederschreiben und können immer wieder gucken, was habe ich denn da geschrieben und können Früheres mit Späterem dann verbinden. Und das können wir in aller Ruhe machen. Beim Reden stehen wir immer unter Zeitdruck, aber beim Schreiben haben wir immer genügend Ruhe, uns das anzuschauen und den Text langsam zu verbessern und überdies auch Gedanken und Wissen zu importieren. Man kann zwischenzeitlich was lesen, dort sich Gedanken heraussuchen und in den eigenen Text transferieren. Deshalb ist das Schreiben auch ein Mittel der Wissenskonstruktion. Wir haben mehrere Begründungen, warum wir gerade jetzt uns damit beschäftigen sollten. Das erste ist, dass über die Bologna-Reform das kritische Denken ein Stück in den Hintergrund gerückt ist. Durch die verknappten Studiengänge ist oft schlichtweg nicht mehr die Zeit da, um Themen tiefer zu durchdenken. Studierenden fühlen sich gehetzt und auch die Lehrenden haben das Gefühl, dass sie mit ihren Themen nicht mehr durchkommen. Und statt das an die Stelle des Durchdenkens ist eigentlich heutzutage die Prüfung getreten, wo man alles nochmal reproduziert und dann ist es fertig. Wir müssen also, wenn wir in den Bologna-Studiengängen kritisches Denken besser vermitteln wollen, das Denken selbst erstmal durchdenken und analysieren, um zu sehen, was dort zu machen ist. Ja, wie wir das unter diesen Bedingungen leisten können. Früher in den liberalen Studiengängen war genug Zeit da zum Denken. Heute ist das sehr knapp. Es gibt noch andere Begründungen. Die zweite wichtige Begründung liegt wohl darin, dass die Hochschulen und Universitäten heute nicht mehr die kritische Masse sind, die sie früher einmal waren. So bei den großen Aufgaben, die heute anstehen, wie etwa der Digitalisierung, aber auch bei den großen politischen und ideologischen Umwälzungen, braucht es dringend eine kritische Institution, die Zeichen der Zeit versteht, diskutiert und Diskurse darüber in Gang setzt, wie das zu verstehen ist und wohin das führt.